Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Unka Skemmika und ich begrüße heute den Arzt und Umweltmediziner Peter Jenrich. Hallo Peter. Hallo Unkas. Schön, dass du hier bist. Und wir beide wollen uns über ein Thema unterhalten, das ja sehr, sehr wichtig ist, relativ unbekannt und mich seit langer Zeit die Menschen mich bitten, sozusagen dieses Thema aufzunehmen. Und deswegen bin ich ganz besonders froh, dich hier jetzt zu haben und dass wir über dieses Thema sprechen können. Es geht nämlich um Gadolinium. Das ist ein Metall, was in MRT-Kontrastmitteln eingesetzt wird. Und welche Folgen das hat, darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir da losstarten, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen. Du hast meinen Namen schon genannt, Peter Jenrich. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Umweltmediziner. Ich bin seit 17 Jahren in eigener Praxis niedergelassen und mache schon vor meiner eigenen Niederlassung Chelartherapien. Ich habe schon sehr viel Erfahrung in diesem Bereich, habe auch schon verschiedene Kollegen ausgebildet, habe 3 Bücher geschrieben, verschiedenste Fachartikel geschrieben. Ein Highlight meiner Öffentlichkeitsarbeit, wenn ich das so sagen darf, war die Rede vom Sozialausschuss des Europarates im Jahr 2010 zur Toxizität von Metallbelastungen auf den Menschen in Europa. 2011 wurde dann eine Resolution verabschiedet, in der alle Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, so viel Metallbelastungen wie möglich aus der Umwelt zu reduzieren. Das ist leider nur ein Appell geblieben. Es wird, glaube ich, nicht allzu viel dafür getan, etwas schon. Es gibt bleifreies Benzin zum Beispiel, das Rauchen wurde eingeschränkt, aber es gibt noch viele Sachen, die einfach belastend sind. Dazu zählt unter anderem eben auch das Gadolinium, was in Kontrastmitteln für MRTs vorkommt. Ja, okay. Kann man sich diese Rede anschauen? Oder? Die Rede kann man nachlesen, ja. Ich habe auch, genau, die Rede kann man nachlesen, auch die Resolution kann man nachlesen. Auf meiner Internetseite Tierversuchsfreie Medizin unter Downloads ist diese Rede auch in mehreren Sprachen. Kann man nachlesen. Okay, super. Ja, dann lass uns mal in unser Thema einsteigen. Lass uns ganz vorne anfangen. Was ist eigentlich Gadolinium und wieso wird das eigentlich in MRT-Kontrastmitteln benutzt? Gadolinium ist ein Metall und zwar eine seltene Erde. Das heißt, es gibt sehr wenig davon auf der Erde. Es hat 7 freie Elektronen und ist dadurch paramagnetisch und ist dadurch für diese Magnetfelder geeignet, um die Signalverstärkung zu erzeugen. Das Besondere ist eben, dass es sonst eigentlich keine wesentliche Verwendung für Gadolinium gibt. Das heißt, wenn wir bei Patienten Gadolinium-Belastungen messen, dann wissen wir, das muss vom MRT kommen, das kann nicht aus der Schokolade kommen oder aus irgendwelchen Algen oder Naturpräparaten kommen oder vom Rauchen, sondern es kann eigentlich nur vom MRT kommen. Inzwischen wurden ja so viele MRTs gemacht oder werden so viele MRTs gemacht, dass das Gadolinium auch im Trinkwasser nachweisbar ist, vor allem in großen Städten. Also kann man auch darüber eine kleine Menge aufnehmen, aber auch dieses Gadolinium stammt natürlich von MRTs. Und ich möchte bezweifeln, dass wir eine Menge übers Trinkwasser aufnehmen können, die wir tatsächlich irgendwie am Patienten messen können. Also wenn wir messbare Belastungen beim Patienten finden, vor allem, wenn er vorhin ein MRT hatte, was zwingend notwendig ist, dann kommen sie eigentlich immer vom MRT. Wenn ich Aluminiumbelastungen zum Beispiel messe oder Quecksilber- oder Bleibelastungen, dann kann ich nie sagen, wo kommen die definitiv her, weil es gibt so viele Quellen für Aluminium, Quecksilber oder Blei, dass ich nicht sagen kann, das kommt jetzt von der Schokolade oder von Kaffeeautomaten oder von der Heilerde oder von der Impfung. Das kann man nicht immer zuordnen, aber Gadolinium kann man eigentlich immer dem MRT zuordnen. Das ist auch das Besondere bei der Diagnostik und beim Nachweis, wo stammt's her? Ja, vielleicht kannst du mal kurz noch sagen, was ist eigentlich ein MRT für die Zuschauer, die das nicht wissen? Ein MRT ist eine Kernspintomographie im Gegensatz zur Computertomographie. Es ist ein bildgebendes Verfahren. Manche sagen ja auch, sie waren in der Röhre, weil es halt oft röhrenartige Geräte sind, die eben über Magnetfelder die Strukturen im Körper darstellen können. Es gibt inzwischen sehr gut und hochauflösende MRTs, wo man auch eigentlich wenig oder kaum noch Kontrastmittel braucht. Vielleicht spezielle Fragestellungen schon, aber vielleicht nicht für jede Fragestellung. Die Computertomographie im Gegensatz dazu oder als zweites bildgebendes Verfahren verwendet Röntgenstrahlen und kann auch mit Kontrastmitteln verstärkt werden, die Bildgebung, aber das ist immer jodhaltig, auf jeden Fall nicht gadolinium hat. Gadolinium kommt nur beim MRT vor.
Okay, also kann man sich ja überlegen, ob man verstrahlt oder vergiftet werden möchte. Ob die Untersuchung überhaupt notwendig ist, das ist die erste. Ja, da kommen wir noch zu. Wie sieht es denn eigentlich mit Gadolinium aus? Ist das, es wird ja oft dann gesagt, dass es unproblematisch ist. Ist Gadolinium giftig für den Körper? Also freies Gadolinium ist ja hochgiftig. Wenn man freies Gadolinium injiziert, dann wird der Patient das wahrscheinlich nicht lang überleben. Das gehört jetzt in seltenen Erden, die ja auch oft eben in der Spionage mitverwendet werden, wo ja auch Patienten schon umgebracht, also Menschen umgebracht worden sind damit. Also die seltenen Erden, die radioaktiv strahlen können, sind ja hochgiftig für den Menschen, können akute Vergiftung hervorrufen. Deswegen wird das Gadolinium als Kontrastmittel ja auch nicht einfach als freies Ion gespritzt, sondern immer als in einem Komplex eingebunden. Es gibt sogenannte lineare Kontrastmittel oder auch makrozyklische Kontrastmittel im Gegensatz dazu. Die unterscheiden sich in der Bindung des Gadoliniums. Das lineare Kontrastmittel hat eine relativ leichte Bindung. Da können mehr Ionen freigesetzt werden, wenn das Kontrastmittel im Körper ist. Und diese freien Ionen sind eben schädlich für den Körper. Deswegen gibt es ja auch eine deutliche Einschränkung. Seit 2018 wurden die linearen Kontrastmittel ja in Deutschland und auch in Europa weitgehend in der Zulassung eingeschränkt. Erlaubt sind noch die makrozyklischen, das heißt, dort wird ein Chelatbildner verwendet, der das Gadolinium-Ion ringförmig gebunden hat, wo die Freisetzung nicht so einfach möglich ist. Und diese Kontrastmittel sind immer noch zugelassen, obwohl man weiß, dass auch aus diesen Kontrastmitteln Ablagerungen im Gehirn entstehen können. Das heißt, die gebundenen Gadolinium-Ionen sind wenig toxisch, aber die freien Ionen, die auch aus dem Chelatbildner freigesetzt werden können, die können hochtoxisch sein. Okay. Jetzt wird oft gesagt, dass das Gadolinium eigentlich unproblematisch sei, denn es wird ja schnell ausgeschieden. Ist das, kannst du das bestätigen? Dass es nicht so ist, weiß man eigentlich auch schon ziemlich lange. Und wer das so sagt, der ignoriert einfach auch die Tatsachen und auch die wissenschaftlichen Berichte. Seit 1988 wurde das erste Kontrastmittel zugelassen mit Gadolinium. 1991 gab es dann den ersten Bericht, dass es ja doch Ablagerungen im Körper machen kann. Und dass man sagt, diese geringen Ablagerungen werden aber wahrscheinlich keine große Rolle für die Patienten spielen, weil dieses Verfahren wird nur selten eingesetzt. Das war damals so, weil es halt ein neues Gerät war und es noch nicht flächendeckend zur Verfügung gestanden ist. Und man dachte, naja, wenn er einmal im Jahr ein MRT kriegt und bleibt ein bisschen Gadolinium hängen, das wird wohl nicht viel ausmachen. Inzwischen ist es so, dass man ja ohne Probleme in einer Woche 3 MRTs kriegen kann und dann können sie natürlich die Belastungen summieren. Ich möchte mal eine Frage an dich stellen, mal in den Spieß. Was denkst du denn, wie viele MRTs in Deutschland pro Stunde gemacht werden, wenn wir, ja, ich weiß schon, aber das ist eine spannende Frage, wenn wir 40 Stunden Woche pro zugrunde legen, also 40 Stunden Arbeitswoche und 52 Wochen pro Jahr, wie viel wird dann pro Stunde ungefähr MRT? Ja, ich weiß schon, aber ich gebe da 3 Zahlen zur Auswahl. Wie soll ich denn das umrechnen? 50? Also pro Jahr, kann man nicht sagen pro Jahr oder sowas? Nee, pro Stunde, weil die Zahl ist viel interessanter, weil dann kann man pro Stunde. Okay. Also 300, 30 oder 3000 pro Stunde. Ja, ich nehme mal 3000 dann. Genau, 3000. Über 3000 pro Stunde. Das heißt, es ist eben kein kleiner Faktor mehr, sondern ein Riesenfaktor. Und wenn wir hier kleine Belastungen im Körper zurückbehalten, und es gibt ja Patienten, die haben schon 25 oder 30 MRTs bekommen, dann kann man sich ausrechnen, dass hier Belastungen entstehen, die eben Probleme für den Patienten machen können. Und man weiß es seit 1991. Seit dem 2016 ist auch zum Beispiel mal im Deutschen Ärzteblatt eine interessante Studie gewesen. Dort wurde gesagt, was passiert, wenn Schwangere in der Schwangerschaft ein kontrastmittelhaltiges Tee bekommen, was passiert mit den Kindern. Man hat gesagt, das ist Gadolinium, das auch aufs Kind übertragen werden kann. Und dass ungefähr bei 7 von 397 Schwangeren dann eine Totgeburt oder eine Fehlgeburt zustande kommt. Und dass die Kinder, die es überlebt haben, dann aber, wenn sie geboren worden sind, eine höhere Zahl an rheumatologischen Erkrankungen oder Hauterkrankungen haben. Also man weiß auch schon seit dieser Zeit, 2016, dass Gadolinium zum Beispiel auf Schwangere höchst schädlich sein, beziehungsweise auf die Kinder höchst schädlich sein kann. Aber es ist nicht verboten. Also man kann eine Schwangerschaft ohne Problem MRT machen. Das ist leider
finde ich, ein Faktor, wo man sagen sollte, das sollte eigentlich nur bei vitale Indikationen der Mutter, das heißt, wenn das Leben der Mutter davon abhängt, dann ist es vielleicht rechtfertig, aber nicht für irgendeine Untersuchung, die jetzt nicht zwingend notwendig ist. Man sollte sich gründlich überlegen, ob man dem ungeborenen Kind das Gadolinium schon zumutet. 2009, also nochmal 7 Jahre früher, gab es schon Untersuchungen an verstorbenen Patienten, wo man gesagt hat, dass das Gadolinium in den Knochen abgelagert worden ist. Also man weiß seit 11 Jahren, dass Gadolinium eben nicht nur in Spuren, sondern auch in größeren Mengen im Knochen abgelagert wird. Also ist auch das ein Fakt, wo man weiß, Gadolinium wird nicht sofort ausgeschieden, sondern es kann im Knochen abgelagert werden. Man hat damals gesagt, dass man aufgrund der Untersuchungen, die man gemacht hat, davon ausgeht, dass das Gadolinium mindestens 8 Jahre nach dem MRT im Körper verbleiben kann. Das ist halt eine Aussage, die kann man natürlich jetzt diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Erkenntnis, dass man schon seit langem weiß, dass das Gadolinium eben nicht innerhalb von 20 Minuten oder 2 Stunden ausgeschieden wird. Diese Vorstellung, es kann sofort ausgeschieden werden, stammt aus den Jahren 1988, als es zugelassen worden ist. Aber wie gesagt, bereits 3 Jahre später wusste man, dass es Ablagerungen gibt. Und wer sagt, es wird sofort ausgeschieden, hat einfach entweder die Fachliteratur nicht ein bisschen gelesen oder ignoriert es einfach, weil er sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Ja. Damit sollte man sich auseinandersetzen, aber da kommt man später noch zu. Das heißt, das ist keine gute Neuigkeit, wenn sich das in den Knochen ablagert. Das ist dieselbe Situation wie bei Blei. Knochen erneuern sich, Zucker, es dauert 7 bis 8 Jahre. Und also im besten Falle, wenn man jetzt entgiftet, anfängt Gadolinium zu entgiften, Blei zu entgiften, dann kann man abräumen, was man im Bindegewebe hat, im Blut hat, und es kommt dann immer nach. Also es ist ein dauerhafter Prozess. Das heißt, man kann es entgiften und eine Woche später hat man es dann wieder im System. Das ist also eine langfristige Angelegenheit. Ich frage mich jetzt erstmal, warum werden denn überhaupt so viele MRTs gemacht? 6.000, 3.000 in der Stunde. Das ist ja Irrsinn. Naja, das ist, muss man nicht fragen, weil ich mache es ja nicht. Also ich mache es ja nicht. Ich kann da nur mutmaßen. Die Geräte stehen dann zur Verfügung, und bei Beschwerden, die jetzt nicht sofort abzuklären sind, wird dann oft, um das Schlimmste auszuschließen, in Anführungsstrichen, oder halt mit Ausrufezeichen, ein MRT gemacht. Das heißt, bei Schwindel oder Missempfindungen könnte es ja vielleicht auch irgendwas im Gehirn sein oder im Rückenmark. Und anstatt mal vielleicht erstmal alles andere abzuklären, wird erstmal das Schlimmste versucht auszuschließen. Man macht ein MRT und guckt, ob da irgendwelche schweren Krankheiten sind. Und deswegen wird es vielleicht etwas häufig gemacht. Also vielleicht die Indikation, ist es wirklich notwendig, nicht so eng gefasst, wie es wünschenswert wäre. Weil ich glaube nicht, dass wir 3.300 Indikationen pro Stunde haben, die wirklich dringend ein MRT erfordern. Das halte ich jetzt dann doch für ein bisschen nicht notwendig. Vor allem, es gibt ja auch Verläufe von Krankheiten, die über Jahre stabil sind, und man macht trotzdem jedes Jahr ein neues MRT mit Kontrastmittel, was dann innerhalb von 10 Jahren halt oder 15 Jahren auch 15 bis 10 oder 20 MRTs bewirkt mit entsprechenden eventuellen Folgeerkrankungen. Ja. Das heißt, da fängt es eigentlich schon an, dass die Indikation streng gestellt werden sollte für ein MRT, vor allem für ein MRT mit Kontrastmittel. Ich habe mal eine Patientin, die hat Kribbeln in den Beinen gehabt, und dann wollte man halt ein MS ausschließen, was ja auch sicherlich sinnvoll sein kann. Es wurde beim ersten MRT nichts gefunden, das Kribbeln in den Beinen wurde nicht besser. Dann hat man nach einem Monat ein zweites MRT mit Kontrastmittel gemacht, das Kribbeln in den Beinen wurde nicht besser, hat aber auch nichts gefunden, was irgendwie die Erklärung gegeben hatte. Dann wurde einen Monat später ein drittes MRT gemacht. Die Patientin sagt, ich will jetzt kein Kontrastmittel mehr, weil es wird eh nichts gefunden und das kann man auch ohne Kontrastmittel machen. Und beim dritten MRT ohne Kontrastmittel hat man tatsächlich dann im Gehirn Ablagerungen oder Läsionen gesehen. Also ohne Kontrastmittel wurden dann Veränderungen gesehen, dass man sagt, es könnte vielleicht doch irgendwas im Gehirn sein. Aber die Frage ist halt, sind diese Ablagerungen im Gehirn wirklich von der Krankheit oder sind es vielleicht Gadolinium-Ablagerungen von dem Kontrastmittel, was sie 2 Monate davor gekriegt hat? Weil man weiß ja, dass Gadolinium im Gehirn abgelagert wird, und man weiß auch, dass man das dann in einem MRT ohne Kontrastmittel auch noch darstellen kann. Das ist dann schon eine spannende Frage. Wir können jetzt keine Biopsie machen, um die Frage zu klären, aber das sind schon spannende Sachen, die man so von den Patienten hört, wenn man ihnen Fragen stellt und zuhört. Ja. Ja, wegen dem Kribbeln in den Beinen gleich zur absoluten
Megakeule der Apparate Medizin zu greifen, erscheint mir eher ein wirtschaftliches Interesse zu sein, als wirklich ein vernünftiger Zugang. Das ist einfach unverhältnismäßig. Kann man machen, aber muss man das machen? Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele andere Wege, die viel, viel naheliegender sind und näher am Menschen wären. Für was, das erinnert mich so ein bisschen an den Film Der Sinn des Lebens von Monty Python. Da gibt es eine Geburt und dann kommt jemand von der Versicherung und dann holen die Apparate und dann sagt jemand das Gerät mit dem Bing und so, dann werden die alle hingestellt für die Versicherung oder für den Auftraggeber. Für welche Indikationen, in welchem Falle würde man denn, ich frage mich jetzt einfach aus Perspektive des Zuschauers, wenn ich mich in die Hände der Schulmedizin begebe, für was für Indikationen würde man mir denn überhaupt sowas anbieten wollen? Naja, um eben irgendwelche Läsionen im Gehirn feststellen zu können, sei es entzündliche Läsionen, sei es Gefäßdarstellungen im Gehirn oder sei es auch Tumorerkrankungen im Gehirn, also auch für diese Fragestellung natürlich an anderen Stellen des Körpers ist es, wird es oft eingesetzt. Das sind so die Hauptindikationen, also nicht nur im Kopf, sondern also entzündliche Erkrankungen, Tumoren oder eben Gefäßdarstellungen. Okay. Ja, wenn ich jetzt schon sowas bekommen habe, vielleicht auch vielmals bekommen habe, wie sieht denn jetzt eigentlich eine mögliche Vergiftung mit Gadolinium aus? An was für Symptomen könnte ich festmachen, dass ich da eventuell eine Problematik mit habe? Genau, wir haben es halt beim Gadolinium mit der Situation zu tun, wie wir sonst eigentlich sehr wenig in Kontakt kommen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit einer akuten Metallvergiftung. Das haben wir normalerweise in der Umweltmedizin, also das klingt als praktische Umweltmedizin in der Praxis selten zu tun, weil die Belastung ist eigentlich täglich in geringen Mengen über die Zeit akkumulieren von Blei, Aluminium oder Quecksilber zum Beispiel. Aber beim Gadolinium haben wir tatsächlich die Möglichkeit, dass wir innerhalb von einer Minute eine akute Gadoliniumvergiftung bekommen. Und dieses Krankheitsbild ist anders als das Krankheitsbild einer chronischen Belastung. Also eine akute Vergiftung wird ja oft vom Patienten dann auch bemerkt, weil er sagt, hier stimmt irgendwas nicht, was haben Sie mit mir gemacht? Das können allergische Reaktionen sein, das ist ja dann die Immunreaktion, keine Vergiftung. Oder es können eben brennende Schmerzen sein, es können Krampfanfälle sein, es können Atemwegsbeschwerden sein, es können sogenannte Konzentrationsstörungen, Brain Fog auftreten, es kann Knochen- und Muskelschmerzen auftreten. Es können Herzrhythmusstörungen auftreten, es können Sehstörungen auftreten und zwar kurz nach der Verabreichung des Kontrastmittels, also noch zum Teil während des MRTs oder eben auch am gleichen oder am nächsten Tag. Diese Symptome, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja auch im Beipackzettel der Kontrastmittel nachzulesen. Also wenn ein Patient sagt, ich habe jetzt auf einmal am nächsten Tag Schwindel und mir ist irgendwie ganz komisch und der Arzt sagt, das kann gar nicht sein, das habe ich noch nie erlebt. Dann sage ich, dann guckt auf einen Beipackzettel, was da drin steht, weil es steht ja als Produktinformation da ausführlich aufgezählt. Man sollte eben nicht sofort die Symptome des Patienten vom Tisch wischen und sagen, das kann gar nicht sein, habe ich noch nie erlebt, sondern man sollte dem Patienten halt zuhören. Es ist schon erschreckend, wie viele Patienten ganz schnell psychisch abgestempelt werden und gesagt haben, das bilden sich ein, das haben sie im Internet nachgelesen, das kann gar nicht sein und Punkt. In dem Fall wäre der Nachweis relativ einfach, weil man kann ja bei einer akuten Vergiftung auch ganz ohne therapeutische Maßnahmen, also ohne Chelatbildung oder irgendwas, im Blut und im Urin Gadolinium nachweisen. Das heißt, ich kann, wenn ein Patient sagt, er hat nach dem MRT Beschwerden, das Gadolinium oft noch im Blut, also mit einer einfachen Blutanalyse, die ich sogar auf Kassenkosten machen kann, oder mit einer Urinanalyse, die auch auf Kassenkosten gemacht werden kann, die auch jeder Arzt machen kann, jeder Kassenarzt kann das machen, jeder Radiologe kann das machen, der Interesse daran hat, zu sehen, was da passiert ist, kann das Labor schicken und gucken, ob noch Gadolinium nachweisbar ist. Wir machen das ja regelmäßig und ich kann sagen, dass wir 4 Wochen, zum Teil 6 Wochen nach dem MRT immer noch im Blut und im spontanen Urin Gadolinium finden, zum Teil in hohen Konzentrationen. Das heißt, es ist nicht nach einer Stunde, nach 20 Minuten oder nach einem Tag ausgeschieden, sondern es kommen Fälle vor, wo es nach 4, 6 Wochen noch in hoher Konzentration nachweisbar ist. Und dann ist es einfach relativ einfach zu fragen, welche Beschwerden bestehen dann. Sind die Beschwerden schon bekannt? Gibt es da vielleicht Hinweise im Beipackzettel? Liegt denn eine Gadolinienbelastung vor? Und dann ist es sehr plausibel, dass die Beschwerden, die der Patient hat, von dem MRT und vom Gadolinium kommen und dass er sich die einbildet. Das ist ja ganz einfach zu klären. Bei der chronischen Ablagerung ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das Gadolinium ja in verschiedensten Organen abgelagert werden kann. Es gibt ja Autopsiebefunde, also nicht
am Tier, sondern von Menschen, die MRTs bekommen haben. Die wurden dann, nachdem sie gestorben sind, untersucht. Wo hat sich das Gadolinium abgelagert? Es kann sich im, also man hat es gefunden im Gehirngewebe, das wissen wir ja schon. Man hat es im Auge gefunden, man hat es in den Blutgefäßen gefunden, man hat es im Herzmuskel gefunden, im Herzreizleitungssystem gefunden, man hat es in der Lunge gefunden, im Zwerchfell, in der Schilddrüse, im Magen-Darm-Trakt, von der Speiseröhre über den Dünndarm, Dickdarm bis hin zur Bauchspeicheldrüse, in der Leber natürlich, in den Knochen. Ja, dort wird es abgelagert. Ich habe versucht mitzuschreiben, ich habe jetzt einfach überall hingeschrieben. Tja, das ist eine Vereinfachung, aber es gibt eben Fakten, weil überall ist dann, ja, das kann jeder sagen, aber es ist eben ein Fakt, dass es nachgewiesen worden ist. Es wurde ja gefunden, das bildet man sich nicht ein, es war auch keine Ratte, das waren Menschen, die MRTs bekommen haben. Und wenn man weiß, dass das Gadolinium eben über die Verdrängung von Kalzium oder über die Blockierung von Kalziumkanälen zum Beispiel wirkt, dann ist es interessant, was hat Kalzium mit einer Muskelzelle oder einer Nervenzelle zu tun und mit einer Herzmuskelzelle zu tun. Kalzium ist ganz, bitte? Eine Menge. Genau. Zum Beispiel ist es ganz wichtig als Second Messenger für die Informationsweiterleitung in der Zelle. Das heißt, eine Zelle, die von außen einen Impuls kriegt, muss ihre Information weiterleiten und dafür brauchen wir Kalzium in der Zelle. Dann werden die Zellen angeregt, irgendeine Tätigkeit zu vollführen, ein Hormon zu bilden oder eine Muskelzelle zu kontrollieren oder einen Nerv, einen Impuls weiterzuleiten. Und dafür brauchen wir Energie und die Energiebereitstellung findet in den Mitochondrien statt. Und auch da brauchen wir Kalzium. Und wenn Gadolinium das Kalzium blockiert und den Kalziumstoffwechsel oder die Homöostase beeinflusst, dann wissen wir, dass das jede Zellfunktion, in der Gadolinium nachgewiesen ist, beeinflussen kann. Und damit können eben Beschwerden, die der Patient vielleicht schon hatte, Merkfähigkeit und Konzentrationsstörungen sich im Laufe der Zeit verstärken. Es können also Beschwerden, die der Patient vielleicht schon ein bisschen spürt, einfach im Laufe der Zeit mehr werden. Und dann kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen, es kommt jetzt alles vom Gadolinium, weil es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die darauf Einfluss haben können. Aber die chronischen Auswirkungen einer Gadolinienbelastung können sehr vielfältig sein, praktisch, du hast gesagt, alles, also von Kopf bis Fuß sozusagen. Es können vielleicht neue Beschwerden auftreten, zum Beispiel Histaminintoleranz oder Small Fiber Polyneuropathie, also Schmerzen in den kleinen Nervenendigungen der Beine und der Arme und am ganzen Körper zum Beispiel. Es können vielleicht, und das ist sehr interessant, das haben die Japaner vor einigen Jahren herausgefunden, vielleicht theoretisch sogar NS-Verläufe verstärkt werden, weil halt Gadolinium in den Läsionen im Gehirn abgelagert wird, die eben die NS verursachen. Und wenn es dort abgelagert wird und der Energiehaushalt dort geschädigt wird, dann kann sein, zumindest theoretisch, dass es zu einer Verstärkung des Krankheitsbildes führt. Das ist natürlich dann schwer zu unterscheiden, wie das Krankheitsbild verlaufen ohne MRT und mit MRT. Das kann man dann nicht mehr direkt auseinander differenzieren. Ja, also was du gesagt hast gerade, das Blockieren der, jetzt höre ich mich selber gerade, das Kalziums, das, wenn die Energieproduktion in den Mitochondrien geschädigt ist, dann haben wir natürlich da ein großes Problem. Kann das also auch zur chronischen Müdigkeit führen? Ja klar, chronische Müdigkeit, Brain Fog, Konzentrationsstörungen. Die Mitochondrienfunktion ist ja auch gekoppelt mit der eventuellen Entstehung von Krebserkrankungen. Also das ist natürlich noch keine Forschung, aber wir wissen, dass die Mitochondrienfunktion sehr wohl da beitragen kann. Ob jetzt Gadolinium dann zur Krebsentstehung beiträgt, das wissen wir nicht. Interessant finde ich, dass ja auch ein anderes Metall, was du auch schon erwähnt hast, diese Kalziumkanäle blockiert. Das ist Blei. Und Blei ist ja schon sehr gut erforscht, weil Blei wird seit Tausenden von Jahren von Menschen verwendet und man weiß, dass Blei extrem toxisch ist, eine Halbwertszeit von 30 Jahren im Körper hat und es wird inzwischen, und es blockiert eben auch Kalziumkanäle. Es wirkt auch über die Kalziumkanäle, zum Beispiel auch im Gehirn und kann damit die Merkfähigkeit und Konzentration beeinflussen oder kann auch Depressionen mit auslösen oder verstärken. Und Blei wird inzwischen als wahrscheinlich krebserregend eingestuft, deswegen gibt es eigentlich keine sicheren Grenzwerte für Blei mehr. Und das hat natürlich jetzt viele Jahre Forschung gebraucht, bis man so weit gekommen ist. Beim Gadolinium sagt man immer, wir haben noch keine Forschungsergebnisse, was Gadolinium auslösen kann beim Menschen. Wir wissen zwar, dass es im Gehirn abgelagert wird, aber ob das irgendeinen Einfluss auf den Menschen hat, wissen wir noch nicht. Das ist natürlich irgendwie vielleicht korrekt wissenschaftlich, weil keine Studie gemacht worden ist, aber andererseits auch ein bisschen ein Armutszeugnis, wenn man ein Medikament
oder ein Kontrastmittel verwendet, viele tausend Male am Tag und gar nicht weiß, dass es für Auswirkungen auf den Patienten hat. Das ist natürlich eine Frage, da kriegt man schon ein bisschen ein komisches Gefühl, denke ich mal. Ja, also man muss ja auch schon mal mit dem gesunden Menschenverstand an was rangehen. Also sagen wir mal, ich würde von meinem Haus aus... Das ist auch mein Motto. Gesunder Menschenverstand, das ist auch mein Motto. Ja, sagen wir mal, ich würde von meinem Haus aus Raketen losschießen, Bomben abwerfen, irgendwo hin, in die nächste Stadt. Dann kann ich ja jetzt von hier aus jetzt nicht unbedingt sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie, ob das Menschen schädigt, oder? Da brauche ich erstmal eine Studie für, aber da komme ich jetzt gerade nicht hin. Also, ein krasses Beispiel, ja. Ja, aber also kann man sich ja mit Schürmanns Rechenbuch, kann man sich das ja ausrechnen, dass wenn ich ein hochgiftiges Metall in den Körper leite bei Schwangeren, dass das womöglich ein Problem sein könnte. Ja. Gut, bei wie vielen Menschen kommt es denn überhaupt zu Beschwerden, circa? Na, das ist halt eben sehr schwer zu sagen, weil es da keine statistischen Untersuchungen gibt. Es sind sicherlich nicht alle betroffen, sonst hätten wir ja jeden Tag 3.300 neue Patienten, jede Stunde 3.300 neue Patienten. Ich weiß es nicht, ich sage, selbst wenn es nur einer von 1.000 ist, was man sagt, ja, ein Promille ist ja wenig, dann sind es trotzdem 3 pro Stunde. Mal 40 Stunden pro Woche sind 120 pro Woche, also es ist schon, ich schätze mal, dass so in dem Bereich einer von 1.000, einer von 10.000 vielleicht ist. Und es sind schon dann auf die Gesamtzahl eine ganze Menge, die auch ständig neu erzeugt werden, die Patienten sozusagen. Das ist das Problem. Die haben einen Faktor, der vielleicht ein Risiko ist. Dann können wir sagen, okay, mal auf Stopp schalten, mal gucken. Erstmal müssen wir Sicherheit gewinnen, um zu wissen, was hier los ist. Ist ja zum Teil gemacht worden mit dem roten Handbrief, weil die linearen Kontrastmittel eben weitgehend aus der Zulassung draußen sind. Die Zulassung gut. Aber die anderen gelten, die jetzt noch auf dem Markt sind, gelten als sicherer. Aber auch da weiß man eben, dass es Ablagerungen gibt. Und auch da sollte man vielleicht gucken, wie viele Patienten berichten denn Nebenwirkungen. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, Nebenwirkungen zu melden. Das kann der Arzt machen, der Radiologe kann die Nebenwirkung melden oder der Hausarzt kann Nebenwirkungen melden. Oder der Patient selber kann melden, wenn er denkt, dass eine Nebenwirkung aufgetreten wird. Es gibt ein Portal, nebenwirkungen.de, da kann man sich selber melden und diese Fälle werden dann auch registriert. Und da sieht man dann vielleicht, wie viele neue Fälle sozusagen pro Jahr dazukommen. Aber ich habe jetzt keine aktuellen, konkreten Zahlen. Aber ich schätze mal so gefühlt, sage ich mal, einer von 1.000 vielleicht oder in dem großen Orden vielleicht, die okay. akute Probleme haben. Die akute und das Probleme. Pro Stunde, da sind wir ja deutlich über einer möglichen Corona-Problematik. Also da müsste man sofort einen Lockdown machen. Interessante Idee. Ja, aber bitte dann nur für Radiologen. Okay, sicher, es ist ein heiteres Gespräch mit uns beiden. Ja, obwohl es ein unheiteres Thema ist. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich kriege hier verzweifelte E-Mails, die mich bitten, und deswegen war ich auch so hartnäckig, wirklich darüber zu informieren und das Thema aufzunehmen von Menschen, die wirklich verzweifelt sind. Also auch wenn wir jetzt hier einen lockeren Ton haben, ist das kein Spaß. Wie sieht denn so eine, du hast gesagt, es ist vielleicht ein Promille, wir wissen es nicht, vielleicht ist es auch ein Prozent, aber wie viel, die Frage ist eine andere. Gibt es bestimmte Gruppen von Menschen, die Vorbelastung haben? Kommt es vielleicht häufiger vor, wenn man bereits andere Indikationen hat, Sekundärkrankheiten wie Diabetes oder bereits neurologische Krankheiten? Gibt es da bestimmte Risikogruppen, wo du sagen würdest, die sollten um das MRT möglichst wirklich einen Bogen machen? Also es gibt halt immer wissenschaftliche Belege und Untersuchungen und es gibt Vermutungen und Mutmaßungen und es gibt Theorien und es gibt Arbeitshypothesen. Und diese Frage dazu gibt es natürlich jetzt keine Untersuchungen, weil so viele Untersuchungen gibt es halt zu dem Thema eigentlich noch nicht. Aber es gibt natürlich Vorstellungen, wo man sagen kann, diese Patienten sind vielleicht besonders davon gefährdet. Das sind natürlich Patienten, die schon chronische Krankheiten haben, weil hier schon eine nicht mehr gut funktionierende Selbstheilung haben. Die Selbstheilung reicht nicht aus, um ihre Beschwerden unter Kontrolle zu haben. Das heißt, es sind schon kranke Patienten. Allerdings sind es natürlich auch die Patienten, die dann oft MRTs bekommen. Es ist halt eine Krux sozusagen. Gadolinium wirkt ja nicht nur toxisch, es wirkt ja auch immunologisch. Und es gibt eben auch Patienten, die können immunologisch gesehen mit freien Radikalen schlecht umgehen. Das heißt, sie können freie Radikale schlecht abbauen.
die Superoxidismutasis bei den Patienten zum Beispiel gestört. Und diese Patienten mit solchen Vorbelastungen, also mit chronischer Entzündungstendenz oder chronischen Entzündungen, sind wahrscheinlich auch eine besondere Risikogruppe. Natürlich sind auch Patienten, die eine Vorbelastung mit anderen Metallen, ich habe schon gesagt, Blei wirkt ähnlich, also muss man auch ausgehen, dass Gadolinium nicht als Einzelmetall isoliert gesehen werden kann, sondern die Frage ist, was hat denn der Patient noch für Belastungen? Hat er noch Amalgamfüllung im Mund? Wie viele Titanimplantate hat er? Raucht der Patient? Wie viel Metallbelastung ist insgesamt im Körper, was ja selbst kaum oder gar nicht untersucht wird? Je höher die Belastung ist, desto weniger werden Zusatzbelastungen toleriert. Das ist ein Grundsatz in der Toxikologie. Das heißt, der Effekt beruht auf der akuten Zufuhr eines Schadstoffes, zum Beispiel Gadolinium, und der Vorbelastung. Und die Vorbelastung ist natürlich ein Faktor, der sicherlich theoretisch und hypothetisch eine Rolle spielt. Aber dazu gibt es, glaube ich, keine fundierten Studien. Aber es ist natürlich naheliegend. Ja, wir haben ja Synergieeffekte, klassisches Beispiel Quecksilber, übrigens dreimal so giftig wie Blei, zusammen mit Aluminium oder auch mit Blei. Da gibt es für beides Tests mit Mäusen, gibt man die sogenannte LD1, Lethal Dosis, also letale Dosis 1. Das heißt, man gibt so viel Quecksilber ins Essen sozusagen rein, dass 1% der Mäuse sterben. Gibt man das gleiche mit Aluminium, sterben 1%, gibt man beides, also 1% der LD1 Quecksilber und LD1 Aluminium, dann sterben 100% der Mäuse. Ja, das ist also nicht 1 plus 1 ist 2, sondern 100 oder auch mehr sozusagen. Also alle sterben. Das sind die Synergieeffekte. Glücklicherweise schafft es der Körper, das dann doch irgendwie auseinanderzuhalten, weil sonst wären wir alle schon tot, ne? Muss man auch sagen. Das ist also wirklich Gnade am Werk. Nichtsdestotrotz, wenn jemand bereits eine Belastung hat, also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Neurologen gehe, der möchte mit mir ein MRT machen, ich habe selber eine ordentliche Belastung von Schwermetallen, auch von chronischen Infektionen, die ich gerade erfahren habe, sollte man mich dann da nicht vorher mal testen, sozusagen nach dem Motto, der Herr Gemmiger hat definitiv zu viel Quecksilber, das können wir nicht riskieren? Naja, es ist halt... Es ist mit gesundem Menschenverstand, wie wir schon gesagt haben, ist natürlich sehr sinnvoll, nur es wird halt in der Regel nicht gemacht. Weil Schwermetalltests werden ja per se nicht durchgeführt. Wenn man einen Patienten erfolgreich behandelt hat und die Werte dann, die man gemessen hat und den Krankheitsverlauf der Krankenkasse schildert und um Kostenerstattung bittet, dann kriegt man einen Brief von der Krankenkasse, wo drin steht vom medizinischen Dienst der Krankenkasse, jeder Mensch in Europa hat eine Schwermetallbelastung, also werden die Einzelfälle nicht behandelt. Punkt. Das heißt, man weiß, dass eine Metallbelastung vorliegt, aber man ist nicht daran interessiert, die Metallbelastung zu messen, geschweige denn zu behandeln. Und das ist die offizielle Medizin. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann eben keine offizielle Medizin mehr. Das heißt, man kann es sehr wohl messen, man kann auch die Belastungen senken. Auch bei gesunden Menschen kann man messen, ob sie eine Belastung haben, die vielleicht noch toleriert wird, aber die vielleicht ein Risiko darstellt. Manchmal kommen ja auch Familien in die Praxis und einer ist krank und die Kinder sind noch nicht krank, lassen sie aber auch testen und haben vielleicht schon eine höhere Belastung bei der Ausscheidung als die Mutter, aber haben noch keine Beschwerden, weil die Zeit noch nicht so lange war, wo das Metall eingewirkt hat. Also es gibt ja sehr viele spannende Fragestellungen, wenn man die offizielle Dogmatik mal verlässt. Ja, wenn denn die Organfunktionen geprüft, Niere, Leber, Kreatininwert und solche Sachen, macht man das, bevor man ich stelle so rhetorische Fragen, bevor man so einen Stoff in den Körper hineinlässt? Also normalerweise sollte man über die Nierenfunktion natürlich sehr wohl Bescheid wissen, wenn man ein gadolinhaltiges Kontrastmittel gibt, weil es gibt ja die nephrogene systemische Fibrose, ein Krankheitsbild, die als erstes bei nierenkranken Patienten nachgewiesen worden ist, wo man gesagt hat, okay, die Patienten, die eine Vorschädigung der Niere haben, können das Gadolin wohl nicht so schnell ausscheiden. Und da hat man eben gesehen, dass es dort sehr schwere Verläufe gibt, bis hin zu Todesfällen sozusagen leider. Und da hat man gesehen, okay, Nierenvorschädigung, Niereninsuffizienz ist natürlich ein Risiko oder eine Kontraindikation für ein Kontrastmittel, weil hier ist das die Gefahr einer Nebenwirkungen wesentlich höher. Das ist auch ein Krankheitsbild, was mit Gadolin zusammenhängt, was eben in der Schulmedizin sehr wohl bekannt ist. Und dann sagt man eben aber leider als falscher Umkehrschluss, ja, wenn Sie keine Nierenschädigung haben, dann können Sie auch keine Ablagerung haben. Das ist natürlich leider, wie wir schon gesagt haben, nicht richtig. Es gibt eben auch diese Hinweise, wo das Gadolin abgelagert werden kann, auch bei Patienten, die keine nephrogene Schädigung hatten. Okay, also wird getestet vor jedem MRT mit Gadolinium? Das weiß ich nicht. Also es sollte sein.
sollte. Mhm. Gut. Wir wollen ja, also ein Teil meiner Mission ist es natürlich, also ich möchte, dass die Menschen mündig werden in dem Sinne, dass sie auch mündig werden, wenn sie zum Arzt, Heilpraktiker, Umweltmediziner oder was auch immer gehen, dass sie wissen, was sie wollen, dass sie wissen, was sie nicht wollen, was sie auf gar keinen Fall wollen und woran sie erkennen, ob derjenige, dem sie gegenüber sitzen, auch, ich sage jetzt mal, auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Ja? Also man könnte eben fragen, können Nebenwirkungen auftreten? Wenn ich sage, es können keine Nebenwirkungen auftreten, es passiert nichts, dann ist das schon mal nicht korrekt. Ja. Wenn ich sagen kann, kann es noch längere Zeit im Körper verbleiben und er sagt, nee, es ist nach 20 Minuten draußen, dann ist es Stand von 1988, der 1991 schon widerlegt worden war. Das werden leider wohl die Standardantworten sein, wobei ich habe keine Feindbilder. Ich will auch nicht sagen, dass alle Radiologen irgendwie alles falsch machen oder falsch, aber das ist nicht meine Intention. Es gibt ja auch Radiologen, die sagen, wenn sie keinen Kontrast mit wollen, dann machen wir es auch ohne. Also es gibt sehr wohl auch sicherlich viele Radiologen, die erschrecken, wenn sie sowas hören und sagen, okay, was machen wir eigentlich? Und letztendlich ist ja Richard Semelka aus Amerika, dieses Thema ja salonfähig gemacht hat, ein Radiologe, ein ganz führender Radiologe, der sich praktisch in die Brennnesseln setzt und dieses Thema verficht mit Enthusiasmus und dafür sicherlich nicht nur Lob von seinen Kollegen kriegt, aber es ist ja ein Radiologe, der dieses Thema letztendlich auch befüttert und untermauert mit Untersuchungen. Und von daher habe ich alle Achtung vor solchen Menschen, die ihren Ruf und alles da in die Waagschale schmeißen und sich drum kümmern, egal was andere sagen. Das finde ich für sehr anständig und korrekt. Und das sollte, erwartet man zwar, aber es ist natürlich nicht vielleicht immer ein Equipunkt. Ja, also Whistleblower sozusagen. Dafür kriegt man nicht unbedingt immer Lorbeeren, sondern sitzt dann irgendwo im Knast und wird gefoltert. Ja, hoffentlich nicht. Ja, bei den Kollegen vielleicht nicht, aber bei den bekannteren Whistleblowern ist das ja der Fall. Der eine sitzt in Russland fest und der andere sitzt in England im Gefängnis. Ja. Und es steht kurz vorm Selbstmord. Ja, das heißt... So gut, wenn man der Nierentest, Test der Ausscheidungsorgane, das sollte dann auch zum Standard gehören, mindestens mal, aber man kann scheinbar dann auch das Ganze ohne Kontrastmittel machen. Wie kann ich denn jetzt, bei vielen ist jetzt, vielleicht ist das einfach schon passiert, dass wenn das so viele Tests sind und ich so viele E-Mails bekomme, dann scheint das einfach viele Menschen zu betreffen. Wie kann ich jetzt für mich selber herausfinden, ob ich eine Belastung habe? Was für Tests gibt es da? Also die Frage ist ja, wann ich den Test durchführe und wann ich das wissen möchte. Also wenn ich jetzt ein MRT bekommen habe und wissen möchte, ob ich noch Gadolinium im Körper habe, dann kann ich, wie gesagt, einen Monat, vielleicht noch sechs Wochen danach einfach Urin und Blut untersuchen lassen, um zu sehen, ob noch Gadolinium im System zirkuliert und noch freiwillig ausgeschieden wird. Das, was im Urin auftaucht, ohne Chelatbildner, ist ja eigentlich kein Problem, weil es gerade ausgeschieden wird. Also wenn ich das dann messe und habe keine Probleme, dann brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen, weil ich bin ja noch voll in der Ausscheidung drin. Man kann dann mehr trinken und Basenpräparate nehmen etc. Aber das ist schon mal interessant. Und man sollte vielleicht, gerade wenn man jetzt, das ist natürlich ein guter Aspekt, wenn man jetzt, sagen wir mal, Beschwerden hat und der Arzt sagt, wir machen ein MRT und man kriegt ein MRT und sagt, okay, nichts passiert, ich habe keine Nebenwirkungen davon, aber meine Beschwerden sind nicht weg und es soll ein zweites MRT gemacht werden. Das zweite MRT soll vielleicht eine Woche später gemacht werden. Spätestens dann sollte man vor dem zweiten MRT erstmal messen im Blut oder im Urin, ob da noch Gadolinium drin ist. Und wenn das noch da ist, dann sollte man für meine Begriffe mit dem zweiten MRT warten, weil man nicht weiß, was das zweite MRT beim Patienten auslöst. Ich hatte leider eine Patientin, die hat innerhalb von einer Woche drei MRTs gekriegt, weil eben eine Fragestellung nicht geklärt werden konnte. Und das dritte MRT hat bei ihr schwerste Nebenwirkungen ausgelöst, weil einfach sicherlich die Belastungen, die von den ersten beiden nicht ausgeschieden werden konnten, sich summiert haben und das dritte MRT dann einfach massivste neurologische Beschwerden vom MRT ausgelöst worden sind. Wir haben dann mit dem Provokationstest nachgewiesen, dass er 1100 Mikrogramm Gadolinium ausgeschieden hat. Also 1100 ist der höchste Wert, den ich je gemessen habe. Spontan hat sie nichts mehr ausgeschieden. Das heißt, die freiwillige Ausscheidung war leider bei ihr nicht gegeben. Erst mit dem Chelatbild, dann konnte man dann nachweisen, wie hoch oder dass eine Belastung da ist. Und man konnte dann auch die Therapie erfolgreich durchführen. Wenn man jetzt MRTs gekriegt hat, die länger als 6 Wochen zurückliegen und man nicht weiß, ja, ich habe die und die Krankheit und es soll alle Jahre ein MRT gemacht werden, wegen einer Verlaufskontrolle bei MS oder Tumorerkrankungen, kann ich, und ich habe bisher alles gut vertragen,
und meine Krankheit ist auch stabil oder ich habe keine Beschwerden mehr, aber es ist halt eine Routinekontrolle vorgesehen alle Jahre, ist denn eine Belastung da? Auch dann kann man eben, dann würde ich einen Provokationstest empfehlen mit einem Chelatbildner. Zink-DTPA ist da sehr gut geeignet, den man eben injizieren kann. Das heißt, es wird Urin abgegeben vor der Chelatgabe, dann wird der Chelatbildner injiziert und dann wird 2 Stunden später der Sammelurin nochmal ins Labor geschickt und dann werden diese beiden Werte vor und nach der Chelatgabe verglichen und dann sieht man, ob eine freiwillige Ausscheidung da war, die in der Regel nach 2-3 Monaten nicht mehr da ist und ob durch Chelatbildner Gadolinium ausscheiden kann und wie hoch die Ausscheidung ist. Okay, wenn man so einen Test durchführt, plädiere ich immer dafür, auch andere Metalle mitzumessen, weil das Zink-DTPA nicht nur Gadolinium bindet, sondern eben auch Blei bindet, Aluminium bindet und Cadmium bindet. Und wenn der Patient jetzt zum Beispiel eine hohe Aluminiumbelastung hat, weil er irgendwelche Präparate eingenommen hat oder Schokolade gegessen hat oder aus anderen Gründen, oder eine Bleibelastung, weil er vielleicht Raucher war oder aus anderen Quellen Blei aufgenommen hat, dann kann ich mit einer Ampulle DTPA eben, wenn ich viel Aluminium und Blei binde, nicht mehr so viel Gadolinium binden. Das heißt, dann ist dieser Wert, was das Gadolinium betrifft, auch nicht ganz aussagefähig, dann muss man eben vergleichen, wie hoch sind die anderen Metallbelastungen, ist das wirklich nur alles, was ich an Gadolinium gefunden habe, oder sind die anderen Belastungen vielleicht viel höher und muss ich da einfach erstmal die Belastung senken, um zu sehen, ob da noch, wenn das andere gesunken ist, Gadolinium in hoher Zahl rauskommt. Ja, okay, interessant, weil es gibt ja für jeden Chelatbildner sogenannte, oder wie ich es genau genannt habe, das weiß ich gar nicht, die Bindekapazität sozusagen. Ne? Und da gibt es genau. Ja so eine Rangliste. Das heißt, Chelatbildner XY bindet zuerst mit und danach mit. Wie sieht das bei dem Zink-DTPA aus? Also diese Reihenfolge, die gibt es zwar, die kenne ich auch, aber ich sage immer, die gilt halt im Reagenzglas. Das heißt, wenn alle Metalle gleichmäßig zur Verfügung stehen für den Chelatbildner, dann sucht er sich erst das aus. Der Körper hat aber verschiedene Kompartimente und verschiedene Durchblutungssituationen, verschiedene Belastungssituationen und da gilt diese Regel nicht 1:1, das ist ja klar. Von daher ist trotzdem die Gesamtbelastung immer zu messen, um zu sehen, was alles gebunden wird. Zink-DTPA hat eine sehr hohe Affinität zu Gadolinium, eine sehr hohe Affinität zu Blei und zu Aluminium und zu Cadmium, deswegen würde ich die immer gemeinsam messen und nicht darauf verlassen, dass erstmal Gadolinium rauskommt oder erstmal Blei rauskommt. Mhm. Okay, meine Kamera macht hier gerade Disco mit mir. Ich sehe es, ja, genau. Gut. Technik. Ja, okay, das heißt, damit mit Zink-DTPA kann man auch andere Sachen ausscheiden. Ist das der Stoff der Wahl? Wir haben ja noch DMPS, EDTA, DMSA. Können diese Stoffe, wenn man jetzt da zum Umweltmediziner geht und man sagt, ich will ohnehin mein Quecksilber ausscheiden, Aluminium ausscheiden, würde das mit ausgeschieden mit den anderen oder muss man definitiv dieses Zink-DTPA nehmen? DMPS und DMSA scheiden kein Gadolinium aus. Mhm. Zink-DTPA scheidet Gadolinium aus, Calcium-DTPA scheidet Gadolinium aus und wohl auch EDTA scheidet Gadolinium aus, wobei die DTPA-Bindung aber stärker ist. Also man kann auch mit EDTA ausleiten, aber das ist nicht ganz einfach, weil EDTA eigentlich langsam infundiert werden sollte, 1 Gramm pro Stunde in etwa. Es gibt beim EDTA 2 verschiedene Arten, Calcium-EDTA und Magnesium-EDTA. Oft wird Calcium-EDTA eingesetzt und dann wird auch oft Aluminium mitgemessen, aber Calcium-EDTA ist oft selber als Chelatbildner oft selber mit Aluminium belastet oder verunreinigt und dann misst man oft sehr hohe Aluminiumwerte, die aber eigentlich von Chelatbildner herstammen, was die Messung dann sehr ungenau macht. Also ich habe noch kein Calcium-EDTA verwendet. Ich verwende eigentlich in der Regel das DTPA, sei es Zink oder Calcium-DTPA, um das Gadolinium zu entgiften, DMSA und DMPS für andere Metalle. Aber ich kann mit DMPS und mit DMSA kein Gadolinium ausscheiden. Okay, wie kommt das, dass Calcium-EDTA mit Aluminium belastet ist? Das ist wahrscheinlich durch den Herstellungsprozess. Das ist ja man kann die Ampulle ins Labor schicken und das Aluminium messen lassen, dann wird man auch finden, dass da hohes Aluminium drin ist, bevor man irgendwas gemacht hat. Das ist ja beunruhigend. Naja, nicht nett. Ja. Ist das bei Magnesium-EDTA auch so? Nein, weil da wird ja nur das EDTA produziert. Also bei Magnesium-EDTA ist es nicht so. Okay, das ist nämlich das Magnesium-EDTA, ist das, was brennt in der Vene. Da muss man sehr langsam infundieren lassen.
Ja, das gilt ja ein Gramm pro Stunde, das ist die Faustregel. Wer schneller macht, riskiert halt Beschwerden, ja. Ja, okay. Okay, ja, dann sind wir eigentlich schon bei der Ausleitung, du hast es ja im Grunde genommen gesagt. Wo kann man denn sowas machen lassen? Oder welche Hoffnung oder also Menschen, die jetzt bereits Beschwerden haben, die jetzt dann auch nach einem oder mehreren MRTs dann gekommen sind, welche Möglichkeiten hat man denn? Wo kann man sowas machen? Wie lange sollte man sowas machen? Wie geht sowas? Das ist eine schwierige Frage, weil die sehr allgemein gestellt ist. Wie gesagt, normalerweise kann man, wenn man jetzt relativ innerhalb von 6 Wochen, ich wiederhole mich jetzt leider, aber macht ja nichts, dann behält man sich leichter. Wenn man innerhalb von 6 Wochen nach dem MRT Beschwerden hatte, dann sollte man auf jeden Fall im Blut und im Urin das Gadolinium messen lassen. Das kann normalerweise jeder Arzt machen, wenn er weiß, wo er das hinschicken muss, dann kann das jeder Arzt machen, wie gesagt, sogar auf Kassenleistung. Ohne Chelatbildergabe kann man es auf Kassenkosten bestimmen lassen oder eben auch als Selbstzahlerleistung. Aber das ist eine Möglichkeit, die eigentlich jeder Hausarzt machen könnte, ohne irgendwie ein Medikament zu geben, um zu sehen, ob eine Belastung da ist. Das könnte, wie gesagt, auch jeder Radiologe machen, bevor das nächste MRT erfolgt, wenn es innerhalb von 6 Wochen erfolgen sollte. Wenn man jetzt darüber hinaus was machen möchte oder einen Schwermetalltest machen möchte, dann gibt es halt Kollegen, die sich ausgebildet haben oder weitergebildet haben, zu denen man gehen kann und wo man so Untersuchungen durchführen lassen kann. Ja, okay. Um realistisch jetzt das auszuscheiden, wir hatten von 8 Jahren gesprochen, Ablagerung im Blei. Ist das also ein Prozess, wo man regelmäßig sozusagen das einmal im Monat, einmal die Woche, ich weiß nicht, machen sollte? Das zinkt hier, das Gadolinium? Ja. Bei Gadolinium können wir ja schon auf Null kommen. Wir müssen ja Gadolinium nicht im Leben lang mit uns rumschleppen. Gadolinium ist ja jetzt nicht so weit verbreitet wie das Blei. Allerdings hat durch die MRTs eine hohe Belastung, akute Zufuhr möglich. In der Regel ist es ja die Frage, habe ich die Therapie, um den Patienten die Beschwerden zu nehmen oder zu lindern? Ist das der Ansatz? Oder möglichst wenig Belastung zu haben? Das sind ja 2 verschiedene Ansätze. Ich kann ja auch bei gesunden Menschen behandeln, als Prävention sozusagen. Dann ist natürlich sinnvoll, das in größeren Abständen zu wiederholen und zu gucken, wie viel ausgeschieden wird. Vielleicht, das kommt natürlich auch ganz darauf an, welche genetische Voraussetzung hat der Patient und wie ist seine Lebensweise. Da kann man schlecht sagen, einmal im Jahr, einmal im Monat oder einmal alle halbe Jahre, das kann man schlecht sagen. Bei Krankheitsverläufen oder bei Patienten, denen man helfen konnte, wollen wir eigentlich die Beschwerden lindern oder die Beschwerden nehmen. Oft ist dann, selbst wenn der Patient beschwerdefrei ist, bei der letzten Messung immer noch Metalle nachweisbar, aber die sind halt nicht mehr in dem Maße biologisch aktiv, dass sie Beschwerden auslösen, dann ist also das erste Ziel, dem Patienten zu helfen oder erreicht. Und das zweite ist, dann wollen wir noch präventiv weiteren Beschwerden vorbeugen oder das ist dann eine zweite Fragestellung, die dem Patienten empfohlen wird, vielleicht alle 3 Monate erstmal eine Ausleitung zu machen, nach einem Jahr wieder mal einen Provokationstest zu machen, wie stehen wir denn da, dass wir mit dem Patienten individuell beraten, wie er das möchte und wie seine Interessen sind. Die meisten sind erstmal froh, wenn sie keine Beschwerden mehr haben und wollen auch nicht mehr so schnell einen Arzt unbedingt wiedersehen. Das ist ja auch verständlich. Aber da gibt es verschiedene Empfehlungen. Also Prävention ist immer möglich, sage ich. Sicherlich sollte man auch mal messen. Also wir messen ja nicht bei jeder Chelatgabe, wie viel ausgeschieden wird. Das kann man auch machen. Ist halt eine Kostenfrage für die Laborkosten. In der Regel messen wir alle 2, 3 oder 5 Behandlungen und gucken, wie viel ausgeschieden wird. Dann kann man ungefähr berechnen, was ausgeschieden worden ist in der Zwischenzeit. Aber das ist eigentlich mit dem Patienten wieder zu klären, wie ist seine Situation und wie sind seine Interessen. Ja, was kostet so ein Labor nach der Provokation? Wenn ich Gadolinium alleine messe, liege ich ungefähr bei 56 Euro Laborkosten. Wenn ich 30 Metalle teste, liege ich bei 108 Euro Laborkosten. Deswegen teste ich meistens 30 Metalle. Mhm. Auch wenn ich mit dem Zink-DDPA gar nicht alles ausscheiden kann von den 30 Metallen, aber ich bin immer noch günstiger, als wenn ich jetzt Aluminium, Blei, Gadolinium und Cadmium testen würde, dann bin ich immer noch günstiger, wenn ich das ganze Profil messe. Ja, wäre es dann nicht sinnvoll, kann man das nicht kombinieren, das Zink-DDPA mit DMPS? Beispielsweise, um dann zu sagen, okay, man schaltet dann gleich noch mehr Sachen aus und hat dann auch einen besseren Provokationstest am Ende? Das ist eigentlich das, was ich regelmäßig mache. Das ist eigentlich meine Standarddiagnostik und auch Therapie, die natürlich nicht bei jedem Patienten geht, weil manche Patienten das DMPS nicht vertragen.
Bei den akuten Gadolinium-Vergiftungen geht es hauptsächlich ums Gadolinium. Und da würde man, da nehme ich eigentlich selten das DNPS dazu, weil das DNPS vielleicht noch ein bisschen Nebenwirkungen machen kann. Und die will ich auf jeden Fall draußen haben. Ich will dann diesen Faktor Gadolinium für sich isoliert betrachten mit Blei und Aluminium zusammen und mache dann meistens erstmal Zink-TDPA. Das muss man halt im Einzelfall mit dem Patienten klären und diskutieren, ihm das aufklären, was es für Möglichkeiten gibt. Aber die Kombination Zink-TDPA-DNPS wende ich sehr häufig an bei chronischen Belastungen oder wenn jetzt ein Patient kommt mit einem Krankheitsbild, MS, Krebserkrankungen, Müdigkeit, Allergien, Colitis ulcerosa, um solche Sachen nachzuweisen, wird meistens aufgeklärt, abgewogen, wie ist der Einzelfall gelegen und dann wird oftmals Zink-TDPA und DNPS empfohlen und durchgeführt. Aber das muss man halt im Einzelfall klären. Fürs Gadolinium brauchen wir DNPS, wie gesagt, nicht mehr. Also gar nicht. Gibt es die Möglichkeit, jenseits von der Chelartherapie beim Umweltmediziner was für sich selber zu tun, Hausmittelchen sozusagen? Naja, auch da haben wir wieder die Frage, was ist nachgewiesen und was ist Theorie oder was ist halt vielleicht kinesiologisch nachgewiesen oder so. Die Frage ist, was bewirkt die Maßnahme? Es gibt ja unzählige Empfehlungen und Angebote über Entgiftungen, Mittelchen und Sachen, die man einnehmen kann. Manche mögen sicherlich ihre Berechtigung haben. Die Frage ist nur, was kann ich messen? Also kann ich irgendwie messen, ob das Präparat XY wie viel ausscheidet, welches Metall ausscheidet, was es bewirkt? Oder vertraue ich der Wirkung oder vertraue ich einem Tierversuch, der an welchen Mäusen gemacht worden ist? Also da ist halt die konkrete Therapie geht eigentlich mit Chelatbildern, weil ich damit den Nachweis habe, vorher und nachher im Urin testen kann. Bei den anderen Präparaten ist es sehr schwer zu messen, was tatsächlich ausgeschieden wird, wie viel es tatsächlich bringt. Ich habe schon einige Präparate, verschiedene Pflanzen oder andere Sachen ins Labor geschickt, um zu sehen, ob die selber belastet sind. Und oft sind dann halt 180 oder 130.000 Mikrogramm Aluminium nachweisbar in irgendwelchen Präparaten, Heilerden oder so weiter, sodass ich sage, das kann ich nicht blind empfehlen. Also Algen oder auch Kurkuma-Präparate haben wir leider schon nachgewiesen mit Aluminiumbelastungen. Das kann ich nicht einfach jedem empfehlen, weil ich nicht weiß, ob dieses Präparat tatsächlich eine Belastung hat. Ich kann nicht alle Belastungen vorher messen. Es ist immer sinnvoll, genügend Wasser zu trinken, gutes Wasser zu trinken, weil wir halt über die Niere und das Lymphsystem sehr viel entgiften können. Es ist immer sinnvoll, sich um den Säure-Basen-Haushalt zu kümmern. Es ist immer möglich, die Nieren- und Leberdurchblutung zu verbessern mit verschiedenen Möglichkeiten. Also die eigene Initiative ist immer mitgefragt. Einfach nichts zu tun ist natürlich keine besondere gute Empfehlung für die Gesundheit, sondern man sollte alles, was einem zur Verfügung steht und sinnvoll ist, tun und auswählen, was halt für einen gut ist. Es ist ja nicht alles für alle gleich gut. Die einen mögen Knoblauch, die anderen können Knoblauch einfach nicht riechen. Die anderen mögen Zwiebeln, die anderen können Zwiebeln nicht riechen. Die anderen haben die Vorliebe lieber für indische oder chinesische Sachen. Die anderen mögen sowas gar nicht. Ich muss auch ein bisschen auf Patienten eingehen und ihnen vielleicht freistellen, was es gibt. Also es gibt, ich habe ein kleines Buch geschrieben, Entgiften leicht gemacht, wo ich einfach ein bisschen angeboten habe, wie kann man mit der Ernährung die Entgiftung fördern, wie kann man mit irgendwelchen Vitalstoffen, orthomolekularen Präparaten die Entgiftung unterstützen und die Organfunktion unterstützen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was die in der Entgiftung bringen, die kann man halt im Labor nicht immer so einfach nachweisen. Ja, gut. Gibt es denn eigentlich für die Kontrastmittel auch Alternativen oder braucht man die überhaupt oder kann man auch von vornherein darauf verzichten? Naja, von vornherein ist immer nicht, das ist eine Antwort, die ich jetzt nicht pauschal beantworten kann. Also kann ich sagen, wir brauchen nie Kontrastmittel, wir brauchen immer Kontrastmittel. Man muss halt im Einzelfall abwägen, brauche ich das wirklich und wie ist der Erkenntnisgewinn daraus und welche Konsequenz hat der Erkenntnisgewinn daraus? Das ist die Frage. Es gibt ja, wie gesagt, hoch- oder sehr gut auflösende MRTs, neue Geräte, wo man sehr besser noch mehr sehen kann. Ich habe auch von einer Patientin berichtet, die drei MRTs gekriegt hat und das letzte dann ohne Kontrastmittel, wo man dann aber ohne Kontrastmittel die Läsion im Gehirn sehen konnte. Also geht das ja auch. Punkt. Aber diese Indikation, ob es wirklich nötig ist, die muss eigentlich der Radiologe treffen und die soll halt mit seinem Gewissen sehr wohl abwägen und mit Indikation ist es wirklich notwendig. Als Patient kann man auch überlegen, ob jetzt das dritte MRT oder vierte MRT, wenn alle vorher in Ordnung waren, wirklich nochmal sein muss mit Kontrastmittel. Aber das ist jetzt im Einzelfall nicht pauschal zu beantworten. Da würde ich mich ja in die Therapie reinmischen und das ist jetzt schwer möglich. Es wird untersucht, es werden neue Kontrastmittel entwickelt mit Eisen zum Beispiel oder mit Mangan.
Also sie sind ja auch paramagnetisch, das heißt, ich kann auch mit diesen Kontrastmitteln eventuell mit dem MRT die Signalverstärkung erreichen. Das heißt, da ist sehr wohl Interesse daran, Alternativen zu finden, die man dann auch einsetzen kann. Das ist dann aber auch schwierig, meine Aufgabe, die weiterzuentwickeln, sondern das sind halt die Kollegen gefragt von der Radiologie. Okay. Also in Einzelfällen kann es nötig sein, dass man es dann doch braucht, aber sollte ich nicht vorsichtig an so eine Sache rangehen, also mit einer gewissen Vorsicht und Skepsis und erstmal versuchen, andere Möglichkeiten auszuloten. Ich meine, wir hatten das ja quasi zu Anfang des Gesprächs schon mal so angesprochen. Gibt es da nicht Alternativen? Ja, es gibt ja auch zum Teil hochauflösende Ultraschallgeräte, die auch manchmal eine Auflösung haben, die einem Nativ-MRT zum Beispiel fast ähnlich kommen. Es gibt ja auch viele naturheilkundliche Diagnostik- und Therapieverfahren, die vielleicht einfache Beschwerden zum Beispiel behandeln könnten. Wie gesagt, es kommt darauf an, welches Krankheitsbild liegt vor und wie ist die Fragestellung genau und welches Verfahren kommt dann noch in Frage. Also mit Ultraschall kann ich natürlich das Gehirn schlecht darstellen, aber die Leber zum Beispiel sehr gut. Also es ist halt die Frage, welches Organ soll untersucht werden. Und die Frage ist halt, wenn zum Beispiel Kribbel in den Beinen auftritt, ist wirklich die ganze Wirbelsäule in Ordnung? Ist der Hals in Ordnung? Ist irgendwie genügend Magnesium, genügend B-Vitamine da? Die Sachen kann man erstmal abklären, bevor man den nächsten Schritt geht und sagt, wir brauchen jetzt unbedingt ein MRT. Das ist vielleicht, wie gesagt, nicht, also ich glaube nicht, dass die 3300 MRTs pro Stunde wirklich immer dringend notwendig sind und immer ganz wichtige Informationen liefern. Das glaube ich jetzt dann nicht. Okay, vielen Dank. Ja, dann sind wir am Ende unseres Gespräches. Bei mir ist Disco, du besitzt im Dunkeln mittlerweile. Ich wollte jetzt nicht meine Kamera rausziehen, ich weiß nicht, was mit der los ist. Vielen, vielen Dank, mein lieber Peter. Sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Also ich fasse nochmal zusammen. Kontrastmittel muss nicht unbedingt sein. In vielen Fällen gibt es Alternativen, sowohl das nicht zu benutzen oder auch einfach das MRT erstmal nicht zu machen und in der Naturheilkunde zu schauen. Da gibt es sehr, sehr viele Verfahren in allen möglichen Richtungen von Kinesiologie, in der Ayurveda gibt es die Pulsdiagnostik, gibt so viele diagnostische Verfahren letzten Endes, wo wir Wege finden können und auch vielleicht auch Therapien ausprobieren können, die es eventuell gar nicht nötig machen, an solchen Apparate medizinischen Weg zu gehen, der dann ja natürlich auch irgendwo seine Schäden sozusagen mittragen kann. Und wer bereits belastet ist, kann eine Provokation machen mit Zink-DTPA beim Umweltmediziner, nachtesten. Und wenn man dann sieht, es kommt was raus nach der Provokation, dann ist was da und dann sollte man mit dem Mediziner besprechen, wie viele Sessions man machen sollte, um wirklich die Belastung loszuwerden und dann hoffentlich auch die Symptome loszuwerden. Ja. Gut, ich werde alles verlinken, was du gesagt hast, deine Webseiten, deine Bücher. Und ja, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Danke, dir auch. Alles Gute. Danke fürs Gespräch. Mach's gut, Peter. Tschüss. Mach's gut. Ade.